Wir sind ja beim Haus der Familie Deut. Wir machen hier gerade das initiale Assessment, also die Untersuchung der Baustruktur und der Schäden. Also wie man hier relativ gut sehen kann, ist die komplette Außenfassade zerstört. Da gehören auch Probleme mit der Verlegung der Elektrizitätskabel dazu, Wasser, Infrastruktur, Fenster, Türen. Man kann hier relativ gut sehen, worum es im Ganzen geht. Ganze Fenster, riesiges Fenster, rausgebrochen durch die Explosion. Hier Strukturschaden an der Wand. Da, wo die Gebäude vielleicht eh schon zum Teil brüchig waren, hat die Explosion einfach noch mehr Schaden angerichtet. Also es geht hier im Prinzip darum, dass wir den wirklich ganz intimen Lebensraum von Familien wiederherstellen wollen, weil, wie man an dem Gebäude sehen kann, an dem Wohnraum sehen kann, ist es einfach so, dass das ganze Leben sich nur noch darum dreht, sich um die Improvisation, um den Schaden, um das ganze Provisorium, das was sich entsteht, zu kümmern. Man kann nicht fortfahren mit dem normalen Leben. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, hier einen ernsthaften Beitrag zu leisten dafür, dass die Leute wieder im Prinzip normal in ihrem Haus leben können. Und deswegen machen wir das und deswegen ist das wichtig.